führten die Schwaben gegen die Rheinländer vor dem Duell der beiden Deutschen, Peter Franz gegen Speedy Fetzner. Schon Bilder aus dem zweiten Satz der Begegnung. Peter Franz gewann den ersten Durchgang mit 21:19. Erst am Ende wurde es da ein bisschen knapp. Vorher hatte Franz ständig klar geführt. Und gleiches schaffte Fetzner zunächst im zweiten Durchgang. 5:0 und 10:5 lag Speedy vorne. Jetzt aber ist dieser Vorsprung fast dahin. Sie haben es gerade eben kurz eingeblendet gesehen. Peter Franz gegen Steffen Fetzner, das ist ein Dauerbrenner im deutschen Tischtennis. Rund 20 Mal, so schätzte Peter Franz, haben sich die beiden Nationalspieler schon gegenübergestanden. Die Bilanz in etwa ausgeglichen, aber in der jüngeren Vergangenheit, da setzte sich zumeist Fetzner durch. So auch in den zwei Bundesligaspielen der laufenden Saison. Steffen Fetzner hat ja einen triumphalen Abschied gefeiert aus der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Bremen. Das war wirklich ein großes Ereignis für alle Beteiligten. In der nächsten Saison wird er also nur noch hier in Grenzau spielen. Allerdings als Nummer 5, denn er macht eine Ausbildung bei Toto Lotto Rheinland-Pfalz. Das ist einer der Hauptsponsoren des Vereins. Aber er wird sicherlich auch seine Einsätze haben in der 16. Bundesliga-Saison, die Speedy Fetzner dann bestreiten wird. Bleiben wir aber bei dieser Begegnung. Peter Franz ist also wieder herangekommen und er macht mächtig Druck, lässt seinen Gegner laufen und lässt ihn auch den Fehler machen. Beide Spieler versuchen immer wieder ihre exzellente Rückhand ins Spiel zu bringen. Franz verfügt natürlich über den etwas druckvolleren Vorhand-Topspin. Da machen sich dann irgendwann auch die etwa 10 bis 15 Kilo mehr und die etwa 15 bis 20 Zentimeter Körpergröße mehr bemerkbar. Der Kampfgeist, das ist das, was ihn auszeichnet, Steffen Fetzner. Spielerisch hapert es sicherlich manches Mal, aber er pusht sich immer wieder. Und wenn dann das Publikum hinter ihm steht, dann kann er immer noch die allermeisten aus dem zweiten Bundesliga-Parkkreuz schlagen. Ganz klar. Jetzt also doch schon eine komfortable 4-Punkte-Führung für Steffen Fetzner im zweiten Satz gegen Peter Franz, der mehr in die Defensive gerät, als ihm lieb sein kann. Steffen Fetzner riskierte in dieser Phase des Spiels auch viel mehr als zuvor und er wurde belohnt mit dieser Führung. Vier Satzbälle für Steffen Fetzner und das wäre ganz wichtig, dass er hier dran bleibt in diesem Spiel. Wir wissen ja, wie es ausging in den ersten Einzeln für Grenzau. Aber da ist er perfekt, der Satzausgleich zwischen Steffen Fetzner und Peter Franz und das ging auch in Ordnung. Fetzner hatte diesen zweiten Spielabschnitt beherrscht. Wer in diesem Match am Ende die Nase vorn hatte, das zeigen wir Ihnen gleich. Deutsche Meisterschaft zwischen Grenzau und Ochsenhausen und zurück beim Spiel Fetzner gegen Peter Franz. Eins beide steht's in den Sätzen. Ich mache auf den zweiten Ball so viele Fehler, aber mache nur einen Rückhandwechsel.
Grätschen. Nur aufpassen, manchmal kommt da vor ein Tisch. Ja, im dritten Durchgang, da lief es nicht so gut bei Steffen Fetznal. Deshalb holte er sich Rat beim Trainer, bei Andrzej Gruber. Von Beginn an lag Peter Franz deutlich vorn. Peter Franz, 29 Jahre alt, Linkshänder, kommt aus Stolzenau bei Hannover. Er hatte sich nun deutlich besser auch eingestellt auf die Aufschläge von Steffen Fetznal. Und er schaffte es immer wieder auch, Peter Franz mit seinem Rückhandblock zu Punkten zu kommen. Sie sehen das Zwischenergebnis. Ganz klar die Führung für Peter Franz. Obwohl er dann nochmal ein, zwei Pünktchen machte, Steffen Fetznal, es schaute ein bisschen so aus, als ob er doch in dieser letzten Phase eher resignierte. Er merkte, dass er Probleme hatte mit diesem sehr, sehr stark spielenden Peter Franz. Am Ende ging es dann richtig schnell nach ein paar Niederlagen gegen Steffen Fetznal. Setzt sich also in diesem innerdeutschen Duell diesmal wieder Peter Franz. Und zwar verdient durch. Er war vor allem im dritten Satz der deutlich aktivere von beiden Spielern. Wir wollen mal auf den Gesamtstand der Dinge nach 6 Spielen schauen. Ochsenhausen führte 4:2. Błaszczyk konnte gewinnen gegen Håkansson. Das Wichtigste vom Spiel Fetznal gegen Franz haben sie gesehen. Der Sieger dieser Partie steht jetzt bei Herbert Steffe. Ja, Gratulation Peter Franz, war ein tolles Spiel, ein toller Sieg von Ihnen. 4:2, der Zwischenstand zur Pause. War das schon so etwas wie die halbe Miete? Also hoch kann zumindest Grenzau das Heimspiel nicht mehr gewinnen. Okay, jetzt haben wir natürlich die Chance, jetzt im oberen Parkkreuz beide Spiele zu gewinnen. Ich denke, dass wir beide gute Chancen haben da. Und ein 6:2 wäre natürlich schon die halbe Miete. Zu Ihrem Spiel gegen den Speedy, Sie kennen sich natürlich in- und auswendig, mehr oder weniger. Die letzten Aufeinandertreffen, da sah es nicht so gut aus für Sie. Ich glaube, von den letzten 5 hat er 4-mal gewonnen. Was war heute anders? Okay, erstmal glaube ich, dass ich doch bei den letzten Aufeinandertreffen immer nicht ganz fit gewesen bin. Ich war doch sehr viel verletzt in der ganzen Saison. Und ich habe taktisch diesmal ein bisschen besser gespielt. Die Taktik ein bisschen umgestellt, aber das werde ich natürlich erst nach dem zweiten Finale verraten, was ich da gemacht habe. Das Spiel kommt dann nochmal auf Sie zu. Nochmal zur Gesamtsituation. Was kann eigentlich noch passieren? Ihr habt das Rückspiel noch zu Hause vor eigenem Publikum. Kann es vielleicht vorkommen, dass ihr die Sache zu locker nehmt und dadurch den Gegner aufbaut, oder besteht diese Gefahr nicht? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Das sind zwei gleich starke Mannschaften jetzt im Finale und alle Spiele sind eigentlich offen. Und ich sage, so ein Spiel kann man ganz schnell 6:2 für die eine Mannschaft aussehen und auch 6:2 für die andere. Und deswegen wird es auch im Rückspiel nochmal alles offen sein. Wir werden sehen. Vielen Dank, Peter Franz. Jetzt machen wir erst weiter mit den Spitzeneinzeln. Und zwar zeigen wir Ihnen zunächst das Spiel von Marwenge. Der hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren, kein Einzel zumindest, gegen Grenzau. Und der trifft auf seinen zukünftigen Mannschaftskollegen, nämlich den dritten der Europameisterschaft, Peter Korbel.